ist eine Zeit der Finsternis, des Blutvergießens und des Krieges. Die Götter sind grausam und wir sind ihre Puppen. Doch dies ist kein Spiel, sondern ein endloser Krieg um die alte Welt. Viele suchen den Pfad zum Sieg, doch nur einer kann alle anderen bezwingen. Aus den Düsterlanden kommen Orks und Goblins, eine Flut brutaler Grünhäute, die es aufzuhalten gilt. In Sylvania erheben sich wieder die Toten. Die Vampirfürsten marschieren. Die verloren geglaubten Königreiche der Zwerge erwachen unter ihrem Hochkönig. Und im Herzen der alten Welt steht das Imperium. Karl Franz muss sich des Kriegshammers würdig erweisen. Das Chaos lebt. Seine Verderbnis, seine unstete Korruption vernichtet alles in seinem Pfad. Nur die Stärksten werden überleben. Krieg steht bevor. Unendlicher Krieg. Ja, und damit hallo Freunde der Spielkultur am Livestream Donnerstag um 15 Uhr, schön gestartet, pünktlich. Ich bin richtig aufgeregt, denn heute darf ich zeigen Total War Warhammer. Gerade live nebenbei auf meinem Kanal gibt es auch 4 Stunden Videomaterial zu Total War Warhammer, wo wir alle 4 Rassen vorstellen in den ersten 60 Minuten Gameplay. Wenn ihr also nach diesem Stream nichts mehr zu tun habt, könnt ihr euch das auch reinziehen von den anderen Rassen. Heute habe ich mir vorgenommen, weil man schaue, ich habe eigentlich ein mittelalterliches Hemd an und eine Hose aus dem Land, wie sagt man, von unseren schönen mittelalterlichen Speerkämpfern. Jetzt ist mir der Name entfallen wegen Aufregung. Landsknecht-Hose. Leider kam mein Landsknecht-Oberteil nicht, weshalb musste ich jetzt was anderes anziehen. Ja, starten wir einfach in die Kampagne rein, das wird euch am meisten interessieren. Ich habe schon knapp 5-6 Stunden gespielt gestern und bin sehr positiv überrascht vorneweg. Und werden deshalb jetzt einfach starten. Neue Kampagne. Das Imperium habe ich ausgewählt für... ja, für dieses LP einfach, weil die Verkleidung am einfachsten ist, weil ich würde für die Zwerge, Grünhäute und Vampirfürsten mich auch noch in andere Outfits reinknallen. Und es ist bei dem Imperium so, dass ein neuer Thronfolger, beziehungsweise ein neuer, ja, Imperator gewählt wurde. Es ist nicht ich, schade eigentlich. Und werden dann halt, ja, unsere Macht stärken. Die Herausforderung soll normal sein. Das Imperium zahlt sich daraus aus, eigentlich, dass sie ziemlich ausgewogene Einheitliste haben. Das fängt aber damit an, das Imperium ist halt zersplittert. Wie gesagt, es gibt einen neuen Imperator und dieser Imperator wird nicht so akzeptiert von allen. Deshalb ist es halt am Anfang die erste Aufgabe, dass wir alle unterjochen bzw. alle besiegen, die gegen uns sind im Menschenreich. Und danach geht es halt gegen die Vampirfürsten und auch zwischendurch mal gegen Orks und gegen die Zwerge. Oder wir verbünden uns mit den Zwergen. Ist immer so eine Sache, es sieht immer so aus in Total War Warhammer im Neuen, dass es so ein bisschen darauf hinausgeht, dass es immer zwei Fraktionen gibt, die sich am meisten bekriegen. Hier ist es halt das Imperium, das sind die Vampirfürsten und bei den Zwergen sind es halt die Grünhäute letztendlich. Und
So wird es dann auch aufgebaut. Wir haben auch einen Malus zum Beispiel, wenn wir bei den Zwergen oder Grünhold unterwegs sind. Die sind nämlich ziemlich mächtig in den Bergen, während wir halt in unseren eigenen Gebieten auch ganz gut vorankommen. So, sehen wir übrigens hier, kann nur Gebiete der Vampirfürsten oder andere Menschenfraktionen erobert, mit Ausnahme der Norskar. Da fahren wir mal vor und mal noch unsere Spezialeinheiten. Wir können mit zwei Fraktionsführer starten, das sind so gesehen unsere Kommandeure. Mit dem Imperator oder mit Balthasar Geld, der unser mächtiger Zauberer ist. Den lasse ich aber einfach mal bei mir in der Stadt drin. Wir fangen mit dem Karl Franz an und werden das Spiel auch auf sehr schwer spielen. Ich mache legendär bewusst nicht, weil es handelt sich um die 1.0 Presseversion. Und wenn irgendwas schief geht mit dem Safe Game, da wäre ich dann doch ziemlich traurig darum, weil dieses Live-LP auch weitergeführt werden soll. Und deshalb wird es Karl Frank werden. Ist ein reiner Nahkämpfer, da werden wir am Anfang noch nicht viel von Zauber sehen. Aber wir starten einfach mal und sehen uns die Anfangssequenz an von den Menschen, das Imperium. Die Trommeln des Krieges verstummen nie. Denn die alte Welt schwebt in großer Gefahr. Der Anführer muss das Imperium einen. Die größte Nation der Menschen. Götter kämpfen um das Schicksal der Welt. Und auch ich leiste meinen bescheidenen Beitrag. Im Dienste des jüngst gesalbten Imperators. Wir eilen zum Stammsitz des Imperators. Denn der wahnsinnige Ragnik Spinnenklaue greift die Mauern Altdorfs an. Mein Schützling ist Karl Franz, wahrer Träger von Galmaras. Doch auch wenn er kämpft, um seinen Status als Imperator zu sichern, wird seine Herrschaft die Nation stärken oder in den Ruin führen? Die Grünhäute sind zerschlagen, Herr. Doch der Kampf um die Herrschaft hat erst begonnen. Das Imperium erleidet erneut einen Bürgerkrieg. Feinde, die eure Ernennung zum Imperator verleugnen, planen im Süden eine abtrünnige Provinz zu bilden. Dringt vor, bezwingt sie und bringt die Lande wieder unter eure Kontrolle. Im Norden zeigt sich Boris Wüterich von Middenheim, ein bitterer Rivale bei den kürzlich abgehaltenen Wahlen, offen feindselig. Wollt ihr das Imperium einen, so ist ein Konflikt mit Wüterich und den Wölfen von Middenland wahrscheinlich unvermeidbar. Plant für diese Eventualität vor. Das Imperium wird seit jeher von Feinden belagert. Doch ihr seid ein Prinz von Altdorf. Eure Blutlinie ist edel und großartig. Macht den Heldenhammer stolz.
Ja, damit bin ich auch wieder hier. So startet es. Wie ich schon angedeutet habe, der Imperator ist gekrönt, aber es gibt leider Abtrünnige des Imperators. Feinde des Imperators, die sich hier vereinigt haben in der restlichen Provinz. Ja, Total War Warhammer setzt auch wieder auf Provinzen, was aber vollkommen in Ordnung ist. Und hier haben wir unseren guten, netten Karl Franz. Nicht Frank. Wenn ich Frank gesagt habe, es tut mir leid. Wir werden aber auch direkt in die Schlacht ziehen, weil jede Kampagne fängt so ein bisschen an, dass man eigentlich eine feindliche Armee in der Nähe hat, die man auch schlagen sollte am Anfang. Wir hier in der Region Grünburg auf dem Grasland den Helmut Ludenhof. Kann man auch automatisch machen, aber wir führen euch vielleicht natürlich selbst. Ihr wollt ja auch was sehen. Womit wir wirklich auf einer der vor allem performance-stärksten Total-War-Schlachtfeldern sind, die aber auch sehr schön aussehen. Ich gehe mal eben kurz einmal über die Armeen und auch damit ihr mal seht, wie die Helden im Spiel aussehen. Es ist wirklich echt gut gelungen. Die Settings im Moment auf Ultra, man könnte noch ein paar Sachen noch höher stellen, aber da gab es jetzt in der Presseversion vor allem beim Anti-Aliasing ein paar Probleme, die wahrscheinlich mit dem Patch Day One Patch, wahrscheinlich gefixt werden. Da haben unsere Musketiere, unsere Schwertkämpfer mit Schild, unsere Speerkämpfer ohne Schild, Armbrustschützen. Das sind unsere Helbardiere, die sind gut gegen größere Monster und auch schwerere Einheiten. Und hier hinten haben wir unsere Reichsritter. Die einzige Kavallerie-Einheit, die ich am Anfang habe, beziehungsweise das ist eine Einheit, die kriege ich wegen meinem Helden. Später kann ich die auch rekrutieren, aber dementsprechend, was für ein Held wir am Anfang ausgewählt hätten, kriegt man halt unterschiedliche Einheiten mitgeliefert. Ich glaube, beim Magier kriegt man sogar eine Belagerungskanone, einen Mörser mit, aber dafür halt nicht die Reittiere. So. Zurück im Modus. Anfänglich immer positionierende Einheiten. Kennt man ja, es ist auch, wer Total War jemals gespielt hat, der wird sich hier auch zurechtfinden. Es ist wieder Kavallerie gegen Schwertkämpfer oder generell, dass man flankiert mit der Kavallerie. Natürlich Fernkämpfer, muss man ein bisschen drauf aufpassen, die sind nicht so stark in der Verteidigung, beziehungsweise die sollten nicht in den Nahkampf gehen, jedenfalls nicht bei den Menschen. Zwerge sind da ein bisschen weniger anfällig als die Menschen im Nahkampf. Da können nämlich die Zwerge Fernkämpfer auch noch im Nahkampf gut was austeilen, was dann so deren Bonus ist. Und unsere eigentliche Heldeneinheit hat halt die Möglichkeit, mit Hilfe seines Aura-Rings halt eine Führerschaft zu geben. Und Führerschaft, müsst ihr euch vorstellen, ist einfach nur Moral. Es heißt nur anders. Man kann natürlich auch Einheitendetails permanent einblenden lassen. Hier sehen wir nämlich die Hellbarde, wie ich gesagt habe. Die haben Rüstungsdurchdringen, Ansturm, Abwehren gegen große Feinde und sind effektiv gegen große Feinde. Aber ich habe es jetzt im Moment ausgeblendet immer. Und eine der wundervollsten Neuerungen, ich erwähne es hier auch nochmal im Live-LP, ist übrigens das hier. Ich kann mir nämlich genau auswählen, was ich denn alles angezeigt bekommen will vom Spiel. Also was ist der Einheitenstatus, was ist denn Health und der Führerschaftbonus, die Moral ist dann hier drunter. Was ist denn das Blattwerk? Das Blattwerk können wir komplett ausblenden lassen. So, endlich mal Waldschlachten, wo man was sehen kann. Ich bin total begeistert davon. Auswahlmarkierung an, ausschalten und natürlich unten auch den Filmmodus mit drin. Ist wirklich das Beste. Das hat mir eben angespielt so gefallen. Ich hatte so Angst damals, als ich in England war, dass es nicht ins finale Spiel kommt, sondern es einfach nur so ein kleines Gimmick ist für die Development-Leute oder für Filmherstellung. Aber Gott sei Dank, es ist drin geblieben. Was auch drin geblieben ist, was man von Attila kennt, ist dieser Hinweis, wie hoch die Bedrohung ist einer feindlichen Einheit. Also ich kann schon mal vorher ein bisschen abwägen, wie stark die feindliche Einheit gegen meine wäre im direkten Kampf. Wobei wir sehen, Karl Franz hat eigentlich keinen Gegner, den er fürchten muss. Was auch normal ist. Und mit Leertaste blendet man halt diesen Bereich dann ein und kann halt hier rumwählen. Und kann sie auch immer anzeigen lassen, ja, wie weit die schießen können und so weiter und so fort. Ansonsten sind nur die Fähnchen eingeblendet.
Es gibt die Frage im Chat, ob das Spiel mit der Magie schwer ist. Nein, das ist überhaupt nicht. Wenn eine unserer Einheiten Magie kann, haben wir rechts unten einen Magiepool, den wir einsetzen können. Und bei Auswahl der Einheit sind auch hier die Zaubersprüche hinterlegt. Reichsguard Knights! Move in now! Sigmar calls! So, jetzt sollte man in der Reichweite sein unserer Schützen, Armbrüste und Musketen, die übrigens auch sehr intelligent handeln. Es gibt nämlich nicht mehr so massives Fenty Fire, außer ich befehle es direkt. Also, wenn ich feuerfrei anlasse inzwischen, ist es nicht mehr so schlimm wie damals, dass die anfangen, meine ganzen Einheiten Platz zu mähen. Sondern die stellen dann den Beschuss auch wirklich irgendwann ein. So, da kommen die Speere, die wollen mich ärgern. Ich muss mich bis auf die Schlacht konzentrieren, was einfach mit dem Schwierigkeitsgrad zu tun hat. Die Lanzen haben meine Reiter in Ruhe gelassen, dann gehen die da in die Bogenschützen rein. Da könnt ihr übrigens mal sehen, dass Reiter auf jeden Fall einen ordentlichen Schaden verteilen. Vor allem gegen so ungeschützte Bogenschützen. Die rollen die nämlich einfach nieder, da fliegt uns gerade ein Armbrustschütze durch den Bildschirm. Und haben schon 20 Einheiten getötet, nur weil wir die angestürmt haben. Hier kämpfen unsere beiden Helden, werden aber gleichzeitig auch noch behaart von den ganzen Lanzenträgern. Und der Helmut Lunhof, der gibt hier gleich schon auf. Da, er flieht auch schon, der Feigling. Feindliche Kommandant ist tot. Die Sprachausgabe ist auf Englisch. Ich kann euch auch nicht sagen, ob letztendlich die Sprachausgabe in der finalen Version noch eingedeutscht wird. Ich finde es jetzt nicht so schlimm, weil die englische Sprachausgabe echt gut ist. Ja, das ist unser Sieg. Wir werden noch, wie aus Attila bekannt, oder aus Rome 2, einige der flüchtigen Einheiten töten. Oder empfehle ich übrigens, den Kommandanten zu töten, wenn er sich auf der Flucht befindet und noch nicht gestorben ist. Dafür beschleunigen wir das Ganze aber ein bisschen. Da müssen wir nicht so lange darauf warten, dass wir aus der Schlacht rauskommen. Es wird gefragt, warum Einheiten nicht auf Ultra. Einheiten sind auf Ultra von den Settings. Das einzige Problem sind in der aktuellen Version, dass bei mir das Anti-Aliasing nicht funktioniert. Das wird wahrscheinlich durch ein Treiber-Update von Nvidia oder letztendlich von, keine Ahnung, was da noch kommen könnte beim Day-One-Patch, gefixt. Da habe ich auch keine Settings-Einstellung. Ich kann es ja einfach mal zeigen. Also es ist benutzerdefiniert, weil wir haben die Kantenglättung aus, die hat Probleme gemacht. Ansonsten ist hier alles Ultra, außer die Schärfentiefe und Screen Space Reflection, weil das halt auch eine sehr, ja, wie soll man sagen, eine sehr schlechte, nee, es kostet einfach sehr viel Ressourcen, das schafft die GTX 970 bei mir nicht so gut. Und die Verzerrungseffekte sind aus, weil dadurch sieht es ein bisschen matschig aus. Das habe ich die rausgenommen. Jetzt kann manchmal eben V-Sync an, weil ich habe ganz vergessen, dass es überhaupt aus war. Aber es wurde vorhin schon mal bemängelt, dass V-Sync nicht an ist. Das ist immer ganz schlecht für Leute, die dann so gucken. Aber ich sehe gerade, dass ich hier ein paar Probleme kriege bei V-Sync. Jetzt flackert nämlich das Bild ein wenig bei mir. Ich hoffe, das ändert sich jetzt nach 2-3 Mal Laden. Ja, V-Sync ist gerade eine ganz schlimme Nummer. Tut mir leid, müssen wir darauf verzichten. Move!
So, damit haben wir unsere Mission erfolgreich abgeschlossen. Das ist auch keine von den Missionen, die man noch so bekommt, weil das ist halt klassisch. Nachher kommt es noch dazu, dass es wirklich Aufgabenschlachten gibt. So, dabei haben wir einen Anhänger bekommen. Ein Lageranhänger. Keine Armee besteht ausschließlich aus Soldaten. Schließlich muss auch jemand kochen, nähen und die feinsten Gefallenen filzen. Den Helmut haben wir umgenietet. Zügiges Handeln ist von größter Wichtigkeit, wenn ihr die Herrschaft über das Imperium sucht. Das Volk muss lernen, dass offener Widerspruch nicht geduldet wird. Erobert Grünburg und erstickt jeden Widerstand dort. Machen wir nächste Runde. Erstmal ziehen wir ein Stück zurück. Dann können wir nämlich hier Einheiten rekrutieren. Und da gibt es eine lokale Rekrutierung und eine globale Rekrutierung. Dazu sage ich später noch ein bisschen mehr, wenn global freigeschaltet ist. Beziehungsweise wenn wir uns in der Stadt befinden, in der anderen. Jetzt hole ich mir erstmal ein paar Schwertkämpfer. Hier rechts zeigt sie an, wie viele Rekrutierungsslots wir haben. Und gehen noch einmal kurz in die Stadt rein. Wo übrigens, ich kann es nochmal sagen, das Städtemanagement ist Bombe. Ich habe es in den Videos, die ich jetzt auch freigeschaltet habe heute, schon mal gesagt. Aber der Gebäudebrowser zeigt einem wirklich perfekt, welche Gebäude man hat wo. In seiner Provinz, dann welche Gebäude möglich sind, ab welcher Stufe der Provinzhauptstadt. Also hier zum Beispiel das Altdorf müsste man upgraden auf eine Ortschaft, also von Dorf auf Ortschaft. Dann können wir die Gebäude alle bauen oder die Upgrades von den folgenden Gebäuden. Und das ist einfach super. Hier Militärrekrutierung, Hafen, Militärunterstützung, Infrastrukturgebäude, alles entschlackt, alles schön einfach, was so ein bisschen entspannter ist. Man weiß von großen Reichen später, bei den letzten Total War Spielen war es einfach ein richtig schlimmes Management der Städte und das hat so viel Zeit gekostet, dass man überhaupt nicht mehr dazu kam, wofür Total War eigentlich so geil ist, nämlich für die Schlachten. Da haben sie sich einfach mehr darauf konzentriert jetzt. Es gibt einfach mehr Fights und weniger dieses Städtemanagement, was ich eigentlich ganz gut begrüße. So. Ich grade mal direkt hier den Ausbildungsfeld zum Versammlungsfeld auf. Was ich auch machen muss, weil es unterscheidet sich auch bei den unterschiedlichen Fraktionen von der Forschung her. Das ist unser Technologiebaum hier unten rechts. Und bei den Menschen ist es nämlich so, jede Technologie ist an die Produktionsstätte gebunden. Also solange ich kein Minagerie habe, kann ich diese drei Forschungen gar nicht anfangen. Und das Versammlungsfeld, was wir gerade bauen, schaltet dann nachher die drei Bereiche frei, wo wir ein Upgrade machen können für halt die Rekruten oder plus 5 für Imperiale Infanterie oder dass die Geschwindigkeit der Infanterie besser ist. Aber es sind halt Sachen, die Forschung unterscheidet sich bei jeder Fraktion. Jede Fraktion hat einen anderen Forschungsbaum und er wird anders freigeschaltet oder wird halt anders bedient letztendlich. Ich glaube, bei den Untoten war es auf 4 Bücher aufgeteilt, die sie dann halt erforschen. Bei den Zwergen ist es ein Forschungsbaum, der komplett, ich glaube, von Anfang an durchgeforscht werden kann, zwar von links nach rechts. Und bei den Orks war es ein Forschungsbaum, der komplett auf Goblin-Gebäude beruht, weil ein Ork kann ja nicht denken, das machen ja die Gobos. Und dementsprechend sind auch die Orks ziemlich schwer, also schwerfällig in der Forschung und haben auch nicht viel Forschung. Die haben den kleinsten Technologiebaum, die machen auch sehr viel auf Masse. Ist aber eine sehr lustige Fraktion. So, noch mehr Menüs. Und zwar der Fähigkeitsbaum meines Imperators, Karl Franz. Wir sehen einmal hier die Gefolgsleutgeschichten und so weiter. Hier rüsten wir so gesehen unseren Charakter aus. Unser Imperator, es geht übrigens auch mit Helden und mit Kommandanten letztendlich, die wir auch rekrutieren können für weitere Armeen. Hier links oben haben wir unsere ganzen Charakterstatistiken, die Schlachteffekte, die wir bekommen haben durch die Fähigkeiten, Kampagneneffekte, die aktuell gelten bei ihm. Ob er ein Reittier hat und bei Fähigkeiten können wir halt auswählen, in welche Richtung es gehen soll. Wie wollen wir ihn spezialisieren? Das unterscheidet sich hier alles in schwer zu treffen. Das ist so ein Bereich für den Nahkampf letztendlich. Es gibt inspirierende Gegenwart. Das ist alles, was eigentlich so mit diesem blauen Kreis zu tun hat im Spiel. Um Einheiten zu verstärken in seiner Umgebung sehen wir auch hier schon Führerschaftseffekt der Charakteraura. Und das alles hier unten sind eher Sachen, die auf der Kampagnenkarte Effekte erzielt oder halt passive Effekte, wie zum Beispiel, dass die Wundheilzeit geringer ist. Oder der Blitzschlag ermöglicht Blitzschlachten, wenn Verstärkung anwesend ist. Unterhalt minus 3%,
Kopfjäger, plus 2 Rang für alle Rekruten und ein weiterer Rekrutierungsplatz. Ich werde ihn mal erstmal das Marschieren hier unten machen. Ich könnte ihm auch einen Schlachtross geben mit dem Fähigkeitenpunkt, aber ich finde immer das Bewegen auf der Kampagnenkarte wichtiger. Gerade ist die Frage, ob es keine EP geben wird zu Zwerge und Orks und so weiter. Das hat damit zu tun, ich fange mit dem Imperium an, wir werden es aber mit anderen Rassen noch durchschlagen. Für alle, die sich für andere Sachen interessieren, ich habe Videos freigeschaltet für alle 4 Rassen. Die ersten 60 Minuten der jeweiligen Kampagne kann man sich auch angucken. Sollten inzwischen auf meinem YouTube-Kanal freigeschaltet sein. So, das wäre es aber erstmal für unsere Runde. Es wurde gerade noch gefragt, ob es sowas gibt wie einen Familienstammbaum. Nein, gibt es nicht. Dafür haben die Menschen aber eine andere Spezialgeschichte. Und zwar haben wir Ämter bei den Menschen. Wir können jeden Kommandanten etc. ein Amt zuweisen, wie Reichsmarschall oder Patriarch. Und können damit dem so ein paar Bonussachen geben oder unserer Nation, unserem Reich einen Bonus geben. Wie zum Beispiel Rang des Helden bei Rekrutierung plus 2 für Kampfzauber, lokale Provinz Bonus oder vampirische Chaoskorruption, wenn wir den zum Erzlektor machen. Aber die brauchen halt gewisse Mindestränge dafür, um das zu werden. Und der Imperator ist natürlich immer der Imperator. Karl Franz bleibt oben. Verleiht dem Charakter den Titel Imperator. Da fällt mir noch ein. Bring me to my men. Man kann Einheiten umbenennen. Karl Franz leider nicht, weil es halt der Obermacker ist. Aber man kann jede kleinste Einheit einen Namen geben. Wir können ja die Helberdiere, weil ich glaube, die werden am längsten überleben, nennen Orksaspitzer. Dann steht hier Orksaspitzer, Hellbarde, Infanterie. Ist das mein neuer Liebling. Und unsere Reichsgarde kann einfach werden, die Goblins Trampler. Und schon haben wir da den Namen. Genauso können wir Städte umbenennen. Altdorf muss nicht Altdorf sein. Können wir Imperium Center nennen und dementsprechend wird auch in allen anderen Texten angepasst, dass jetzt Imperium Center steht anstatt Altdorf. Now. Das wäre es aber erstmal für unsere Runde. Mein Gott, ich werde nachher sehr viel dursten.